Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Boosty-Leuter 16 hier bei Fini zockt. Wir müssen noch zwei Linien fahren und ich würde sagen, das tun wir auch gleich mal. Und zwar in dem Fall die SRM-Gedönster 1. Sollen wir den hier nehmen oder den hier? Wir nehmen mal den Citaro, schneller Start und auf geht's. So, jetzt mal gucken. Slade, ich habe jetzt auch 4 Tage nicht mehr gespielt. Das heißt, kann sein, dass ein bisschen aus der Übung bin. Aber sollte, denke ich, trotzdem einigermaßen ruckelfrei funktionieren. Wenn es jetzt noch geladen hat. Ja, komm, beeil dich ein bisschen. Ich dachte gerade, es stürzt ab. Aber von mir aus so gerne. Sehr schön. Ja, wir haben den Citaro genommen. Der ist einfach am schnellsten unterwegs, ganz klar. Ja, mal gucken. Los, mach dich vom Acker, Mann. Jetzt aber. Allora. Sag mal, bei dem hackt's doch echt, hey. So. Gleich mal ein Fahrkärtchen verkaufen. Dachte gerade. Kann ja nicht sein, dass ich eine Haltestelle mache, ohne dass jemand eine Fahrkarte will. Das passiert normalerweise, naja, ich will nicht sagen gar nicht, aber ja, sehr selten. So, jetzt hier mal mit ein wenig Gas unterwegs. Der gute Citaro ist nicht ganz so schnell wie der Lion City, aber ich würde sagen, schnell genug ist er auf jeden Fall. So. Wenn ich bitten darf, gerne ein wenig schneller. Will keiner, dachte gerade. So, eine Studentin Einzelfahrt. What the heck? 2, 4, 6, 8, 10. 8,60 €, ja, das stimmt. Oma, wiedersehen. Tschüss. Abfahrt. Sehr schön. Bisschen mit Tempo, wir sind schließlich die Expresslinie. Sag mal, warum bremst denn der jetzt auch so hart hier? Ja, sag mal. Ja, ist der richtige. Das ist der mit dem Vollpfosten am Steuer. Stell dir vor, das ist der richtige. Schon allein aus dem Grund, weil kein anderer dahin fährt, wo du wohnst. Das sage ich irgendwie jedes Mal, habe ich so das leise Gefühl. Alle mal aussteigen. Die wollen nämlich alle ganz schnell raus. So, was macht der, wenn ich die Tür zumache? Doof gucken, oder? Komm her. Jawohl. Ah. Da hat er aber tatsächlich mal passend bezahlt. Dass ich das noch erlebe. So, da kommen wir noch drüber, die grüne Ampel. Jetzt, wo sie mal so schön grün ist. Jawohl. Das war jetzt ein wenig ein großer Bogen, ein wenig, ja, gefährliche Kurve, also in Realität dürfte ich keinen Busfahrer machen, das wird nicht glatt gehen, also, ja. So. Einmal anhalten, bitteschön, dankeschön. Alle mal einsteigen lassen, jawohl, keiner will eine Fahrt, da sage ich es gerade noch. Stinkstiefel. 1, 2, 3, 4, 2,80 €, sehr schön, und Abfahrt. Voila. Ja, das war ein wenig arg. Hier einmal hinüber. Wenn es geht, ohne die Dame da rechts über den Haufen zu brettern, danke.
Also, da müssen wir da hochfahren. Halt, die Ampel ist rot. Ach, komm schon. Einmal bremsen, bitte. Gleich mal schön hupen, so wie immer. Ja. Bisschen noch leiser machen. So, dann fliegt uns ja gleich jetzt mal glatt die Ohren davon, wenn ich hier anfange zu hupen. So, und dann hier bitte ein wenig schneller, wenn ich bitten darf. Auch lustig, SAS, eigentlich müsste dann die Zahl kommen, aber auf den Nummernschildern kommen nochmal zwei Buchstaben, dann erst die Zahl. Auch interessant, habe ich also noch nicht gesehen, fällt mir jetzt gerade auf. Magiebegabte Person, Telekinese, Leute, ich krieg ja, ups, sorry, mir gruselt ja. Aber was die da reden, Magie, Telekinese. So, hier ein wenig mal vom Gas gehen. Die Schnarchnase für uns. Ja, schnarcht halt. Das tun Schnarchnasen nun mal so. Gut angehalten, würde ich behaupten. Sehr schön. Alle mal aussteigen. Geht's ein wenig schneller, bitte? Dachte gerade. Er will auch keine Fahrkarte. Noch jemand? Nein, sehr schön. Dann würde ich sagen, wir fahren ab. Uiuiui, das war jetzt aber haarscharf. Hab gar nicht in den Spiegel geguckt. Egal. Ist ja egal. Oh. Wo ist hier die Heizung? Heizung? Ach, da unten. Sehr schön, wir fahren weiter. Hier einmal um die Kurve rum. Uah. Jetzt habe ich nur geguckt, dass die Kamera stimmt und schon bretter ich in den nächsten Mercedes rein. Also, ja, blind wie ein Fisch, würde ich sagen. So. Wenn das hier denn ein wenig schneller ginge. Achso, wir müssen da nur noch drum rum. Okay. Man hupe mal ein wenig, vielleicht hilft es ja was. Mal nicht zu arg Gas geben. Die will drüber, ist mir ehrlich gesagt egal. Sehr schön, Kurve mal perfekt genommen, würde ich behaupten. Schön flüssig hier durch. Mal gucken, ob das gleich bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr genauso gut klappt. Ich hoffe es mal. So, du machst dich also auch vom Acker. Interessant. Jawohl, und dann hier in die Haltestelle hinein. Okay, einmal anbremsen. Und anhalten. Der Herr gerade ernsthaft hervorragend geschrien wie ein Gestörter. Na, von mir aus. Okay, 3000 minus, von mir aus. Ja, wie lange brauchst du hier? 6 Minuten, na komm, dann fahren wir dich glatt. Diesmal aber mit dem Lions City und Allora. Auf geht's. Haltestellenbremse lösen. Abfahrt. Gott, hat der eine Lenkung wie ein, ja, wie ein Rührbesen. Also, sorry. Das ist ja wohl, ich wundere mich jedes Mal drüber, aber okay. Ja, Einzelfahrt für Senioren kannst du haben. Die 1600. Hihi. Ja, wenn mir mich jetzt noch einsteigen lassen würde, da wäre ich euch sehr verbunden. Senioren-Einzelfahrt. So, 3,60 Euro. Ich habe gerade ein wenig rechnen müssen, sorry. 6,60, ernsthaft. Aha, wo bin ich jetzt gelandet? Interessant, da fehlen noch 2 Euro. Ich kann jetzt auf der Kasse rausgespackt. Okay, wir machen Tür zu und wir fahren ab. Hier mit unserem Lions City 10 GGK, der ist ja, so denke ich, in jeder Stadt irgendwo unterwegs. Zumindest da, wo... Leute, ich fahre 40. Wo gibt's da was zu blitzen, wenn ich das erfahren dürfte? Stinkstiefel. Haben sie mir glatt mal 300 Euro abgeknöpft wegen nix. So.
Jetzt mal hier gerne die Haltestelle anvisieren. Und anhalten. Sehr schön. Mal gucken, wann hier jemand einsteigt. Ich glaube, wir müssen an die Kasse rüber. Genau. Eine normale Einzelfahrt. 50, 70, 80, 2. So, jetzt haben wir es. Noch jemand? Jawohl, noch mal eine normale Einzelfahrt. Hallo, ich habe doch gedrückt. Jetzt 22, 60, 80, 2. Und Abfahrt. So, das hat auch schon mal gut geklappt. Und wir sind sogar noch in der Zeit. 2 Minuten 50 haben wir. Hihi. Noch zur nächsten Haltestelle. Meisenstraße, jawohl. Hier einmal um die Serpentinenkurve. Raserei. Also, Leute, ich fahre wirklich nur. Okay, 60. Hier ist nur 30. Ich weiß, ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen egal. Was ist jetzt los? Wieso hält er jetzt an? Das sind immer ganz neue Spirenzchen. Okay. Und dann noch hier einmal hinüber. Quantenphysik will sie studieren, da von mir aus. Soll sie da etwa anhalten? Alle Mann aussteigen. Mann, brauchen die lange. Und wir gehen zurück in die Garage. Okay. 1500 haben wir gemacht. Mal gucken, haben wir Bewerbungen erfahren? Haben wir keine, oder? Nein, lauter Lehrlinge. Busse, bla bla. Nein, wir wollen uns nicht aktivieren. Ich drücke da immer auf mehr Spiele. Ich weiß gar nicht warum. So, 2 Haltestellen, bla bla. Jobangebote ansehen. Okay, haben wir keine. Ja, wie lange? Was haben wir denn hier nochmal? Also, die hat 11 Minuten, 8 Minuten. Die sind wir gerade fahren, 7 Minuten, 19, 14. Okay, ich würde sagen, die hier fahren wir beim nächsten Mal, die 28. Ja, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.